Aus meiner Sicht das Buch von Oswald Mühlmann. Das Vertrauen in ein 11-jähriges Mädchen. Als Hermann wieder mal bei Stefan zu Besuch war, kam ich auch spontan dazu. Wir unterhielten uns eine Weile über recht belanglose Sachen. Ich konnte nicht lange bleiben, weil Angelika mit dem Essen auf mich wartete. Erst am nächsten Tag traf ich mich wieder mit Stefan und konnte ungestört mit ihm reden. »Dein Kollege lebt nicht mehr lange. Er fällt vom Motorrad«, sagte ich gleich zur Begrüßung. Stefan zuckte nur mit den Achseln und öffnete sich eine Flasche Bier. »Du glaubst mir wohl nicht«, fuhr ich provozierend fort. Doch Stefan quittierte auch diese Aussage nur mit einem leichten Kopfschütteln. Ich war von meiner Meinung deshalb so überzeugt, weil Hermann eine sehr sonderbare Aura hatte. Eigentlich war seine Aura ganz farblos, als ob er gar keine Energie um sich hätte. Ich weiß nicht genau, warum ich seinen Tod in Verbindung mit einem Motorrad brachte. Es schien mir vielleicht naheliegend, dass ein Mensch, der kaum über innere Kräfte verfügte, durch ein Unglück ums Leben kommen musste. Hermann starb einige Monate später. Er erlitt bei einem seiner Kollegen einen tödlichen Herzinfarkt. Kurz zuvor war er noch mit dem Motorrad unterwegs. Es ist durchaus möglich, dass der Anfall schon während dieser letzten Fahrt begann oder durch die Fahrt ausgelöst wurde. Als ich Stefan daran erinnert hatte, dass er meiner Prophezeiung keinen Glauben schenken wollte, antwortete er zunächst nur, dass die ganze Geschichte verrückt sei. Dann aber schaute er mich angstvoll an und sagte: »Hör auf, ich will nichts mehr davon wissen.« Ich wusste, dass ich mit ihm nie wieder über die unsichtbare Welt reden würde. Seine Reaktion zeigte, dass seine Angst größer war als seine Neugierde. Seit dieser Begegnung war mir klar geworden, dass meine Hellsichtigkeit nicht nur mit positiven Erfahrungen verbunden war. So befand ich mich ein bisschen in der Zwickmühle. Warum sollte ich weiter trainieren, wenn ich die Früchte meiner Bemühungen kaum jemanden mitteilen konnte? Vielleicht wäre es doch besser, das Schicksal nicht herauszufordern und die Ereignisse so zu nehmen, wie sie kamen. Doch die Zweifel wurden schnell durch meine innere Stimme zerstreut. »Vertraue der Energie«, flüsterte sie mir immer wieder ins Ohr. Ich richtete mich danach und setzte meine Übungen fort. In mir stieg die Zuversicht, dass meine Hellsichtigkeit für etwas gut sein sollte. So suchte ich immer wieder nach Möglichkeiten, mit anderen Menschen darüber zu reden. In der Ziegelei hatte ich einen Arbeitskollegen, mit dem ich mich besonders gern neckte. Eigentlich bestand unsere Unterhaltung in der Hauptsache darin, dass wir uns gegenseitig auf den Arm nahmen. Hans, so hieß der Mann, war von Beruf aus Metzger und jagte leidenschaftlich gerne. Er war mager und hatte ein weißes, blasses Gesicht. Eines Tages ging ich mit Hans über das Gelände der Ziegelei. Ich erzählte ihm, dass ich hinten beim Gebüsch schon seit längerem drei Geistgestalten sehen würde. Sie sahen aus wie die Gnome aus Märchenbüchern, waren aber etwas größer. Hans winkte nur mit seiner Hand ab und sagte: »Ja, ja, du siehst auch schon die grünen Männchen.« Dabei sah ich die Wesen mit so einem starken Farbkontrast, dass sie ein Nicht-Hellsichtiger schon hätte bemerken können. Wochen später spazierten wir beide wieder hinter der Firma in Richtung Gebüsch. Hans war gut gelaunt. »Schau her«, sagte ich, »die drei lustigen Geistgestalten sind wieder da.« »Sag mir wo«, entgegnete Hans spontan und fuhr fort. »Zeig mir den Punkt genau. Ich hole das Jagdgewehr und schieße sie einfach weg. Du sagst mir dann, ob die drei nach den Schüssen noch dastehen oder ob sie verschwunden sind.« Wie vom Blitz getroffen, zuckte ich zusammen. Daraufhin sprach eines der Geistwesen zu mir: »Tu das ja nicht, schweige.« Es kam mir vor, als wäre ich in einer totalen anderen Dimension, zu der ich vorher noch nie Zugang hatte. Die geistige Welt hatte mich offensichtlich gewarnt, nicht jedem Menschen alles zu zeigen, was sie mir zeigt. Ich habe über diese Warnung nachgedacht und fand sofort eine Erklärung dafür.
Der Mensch müsse zuerst sein Bewusstsein erweitern und alles Leben im Universum achten und akzeptieren lernen, bevor er etwas über die anderen Sphären erfahren darf.